Moin, es ist Freitag, der 8.4.2022 und der Plan ist, wir fahren über Ostern nach Österreich. Das Wetter ist hier mies, soll aber in Österreich auch noch mies sein, soll aber im Laufe der 2 Wochen besser werden. Ich will das so. Wir werden wohl insgesamt fahren über 8 Stunden und werden heute aber noch nicht ganz so weit fahren. Wir werden heute vielleicht 4 Stunden fahren oder sowas und da dann irgendwo uns einen Autobahnrastplatz oder sonst was suchen zum Übernachten. Solange die Augen offen bleiben. Ja. Und los geht's. Von mir aus. Gut. Naja, wenn man sich das hier so anguckt, muss man diese 8 Stunden vielleicht noch mal überdenken. Um 9 oder 10 ausmachen, mal sehen. Eine selbstsätzliche Aussage empfinden wir als absolut fehlplatziert und unserem System nicht würdig. Deshalb hat der Walskaler Gemeinderat. Bevor es gleich wieder auf die Autobahn geht, brauchen wir erstmal eine Vignette. Bei der Gelegenheit tanken wir gleich zu günstigen 1,80 Euro der Liter. Da wir 16 Tage in Österreich bleiben, ist die 10-Tages-Vignette zu kurz für 9,60 Euro. Darum haben wir uns dann gekauft gleich die 2-Monats-Vignette für 28,20 Euro. Ich weiß, zweimal eine 10-Tages-Vignette hätte dann nur 19,20 Euro gekostet. Hier sind wir gerade in dem Arlberg-Tunnel. Er ist mit 13.972 Meter Länge der längste Straßentunnel Österreichs bei einer Gebirgsüberlagerung von maximal 850 Metern. Er wird im Übrigen vom 2. Mai bis 4. November 2022 und vom 26. April bis 10. Oktober 2023 wegen Sanierung geschlossen. Nochmal zurück zur Maut. Habe ich ein Wohnmobil, das über 3,5 Tonnen wiegt, muss ich mir eine sogenannte Go-Box holen und bezahle dann pro Kilometer ca. 22 Cent. Als wir aus dem Arlberg-Tunnel, der im Übrigen am 1. Dezember 1978 für den Verkehr freigegeben wurde, rauskamen, mussten wir eine Maut von 11 Euro bezahlen. Irgendwann wurde ich dann doch ein bisschen müde und habe mir dann gedacht, jetzt könnte man mal eine kleine Übernachtungspause einlegen. Wir hatten vorher schon einen Parkplatz angefahren, der war aber voll mit LKWs, sagte uns nicht so zu. Da sind wir dann noch eine Station weitergefahren, zu dieser Raststation in Vomp. Die Fahrstrecke heute betrug knapp 400 Kilometer. Wir hatten einen Durchschnittsverbrauch von 7,2 Liter auf 100 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 70 km/h und die Fahrzeit waren etwas über 5,5 Stunden. Ein Ausblick auf den morgigen Tag zeigt, 178 Kilometer haben wir noch vor uns und werden dafür in etwa 2 Stunden brauchen. Kann ich jetzt schon sagen, es sind mehr Stunden geworden. Ich sag dann mal, gute Nacht. Gute Nacht.
Guten Morgen, es ist der 9.4. und wir hatten eine ruhige Nacht, so ruhig wie eine Nacht an einer Autobahnraststätte eben sein kann. Wir haben heute noch ein spezielles Treffen vor uns und sind wirklich froh, dass das endlich mal so weit klappt. Ein ähnliches, eine Nummer kleiner, werden wir eine Woche später dann noch haben. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen unsere Nahrungsmittel aufstocken. Umgerechnet auf 1 Liter gleich 1,18 Euro, okay. Aber umgerechnet auf 1 Liter gleich 2,58, das ist dreist. Das ist ja teurer als Diesel. Das sind 100 Euro und 3 Cent. Nein, es ist kein Kaviar dabei und wir haben nicht 100 Liter Cola in Halbliter Flaschen geholt. Und Lidl ist eigentlich auch nicht so unbedingt der teuerste Laden, dachte ich. So, jetzt aber schnell los. Was ist das denn? Bundesrepublik Deutschland? Wir fahren von Österreich nach Österreich über Deutschland? Auch nicht schlecht. Oh, wir haben tja, unbeabsichtigt wird es jetzt sogar eine Vierländer-Tour. Ja. Schweiz, Liechtenstein, Österreich. Und jetzt haben wir nicht aufgepasst. Haben einfach nur das Navi angegeben. So, wir wollen jetzt nach Salzburg. Und jetzt fahren wir nochmal durch Deutschland. Juhu! Ja, die letzte Brücke, die wir überqueren müssen für das spezielle Treffen, das wir heute haben. Aber worum geht's denn in diesem speziellen Treffen? Es geht um diese Nase bei dem heutigen Treffen. Unserem Jack. Und zwar sieht Jack heute seine Mama, hier groß im Bild, und zwei seiner Brüder. Ich kann nicht genau sagen, welche. Ich weiß nur, Jack ist der da ganz links, der immer hin und her wackelt. Der Schwarz-Weiße an Sitze 7. Wir treffen uns in Golling an der Salzach und gehen dann Gassi in dieser schönen Landschaft hier. Und los geht's. Ach ja, natürlich sind Herrchen und Frauchen zum jeweiligen Hund mit dabei.
So viele Hunde, so viele Menschen und wir haben nicht ein einziges Stöckchen geworfen. Irgendwann ist auch der schönste Spaziergang zu Ende und wir landeten wieder bei unseren rollenden Hundeboxen. Wir waren ca. 2,5 Stunden unterwegs und hatten etwa 6 Kilometer zurückgelegt und so sah unsere Gassi-Runde aus. Zum Abschluss ging es noch in ein Restaurant. Hier guckt gerade Mama Katie bei mir vorbei. Neben leckeren Essen gab es auch tolle Gespräche und es war einfach ein würdiger Abschluss des heutigen Tages. Vom Restaurant hatten wir eine relativ kurze Heimfahrt, 7,5 Minuten oder auch etwa 8,5 Kilometer. Es ging zur Therme Aqua Salza in Golling. Ich sag schon mal danke fürs Gucken und bis zum nächsten Video. Jetzt gibt's aber erstmal wieder eine Resteverwertung.